Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute aus Vejand Fiskepark. Wir haben es tatsächlich geschafft, 5 Tage lang jeden Tag an diesem See vorbeizufahren. Und jetzt haben wir endlich mal angehalten für 2 Stunden und wollten hier einmal fischen. Der größte ist es nicht, von vornherein, aber er ist relativ tief. Ich schätze ihn so auf 2 bis 3 Meter. Und das Wasser ist glasklar. Somit könnte man da gut auf Sicht fischen, wenn viele Goldene drin sind und sie dementsprechend hoch stehen. Jetzt einmal zum aktuellen Zwischenstand. Marcel Gugulin hat 34 Fische, Dennis Büse 20 und der Fischingmann 25. Schauen wir mal, was uns hier Schönes erwartet. Auf jeden Fall ist es hier wieder windig. Wir starten das Ganze wieder bei Dennis Büse. Der hat sich gedacht, stelle ich mich mal an die Windkante hin. Mit der Fliege kann er hier leider relativ wenig anrichten. Deswegen zückt er wieder seinen Hypnostick. Und mal schauen, ob er da die ein oder andere kriegt. Durch die Wellen konnte man natürlich richtig wenig sehen. Und die Köderführung ließ auch zu wünschen übrig, weil der Wind halt, wenn ihr so angelt, euch genau in die Schnur reinhämmert. Anders wäre es natürlich ein bisschen besser gewesen. Entweder habt ihr den Rücken von hinten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann Fisch fangt, ist ein bisschen geringer. Aus dem einfachen Grund, der Fisch geht dahin, wo die Nahrung angespült wird. Alter Schwede, ey. Komm her jetzt. Ey, das ist so ein kleines Ding, ne? Und die ist so klein und die geht so ab. So. Und schön auf den Hypnostick. Marcel hat sich hinter die Insel verdrückt, also beziehungsweise in den Bereich da, wo es noch ein bisschen ruhiger ist und nicht so windig. Ich stehe drüben auf der anderen Seite, komme aber auch gleich hierher, weil drüben war das doch sehr grenzwertig zu angeln.
Er hat wieder eine. Wieder eine dicke goldene. Das gibt's doch nicht, oder? Hä? Alter Schwede. Aber keiner geht hin mit Kescher doch jetzt eigentlich. Das gibt's doch nicht, ey. Mit schwimmenden Spiro oder so sieht das aus. Ich guck ins Wasser rein und denke, warum geht der Spoon denn so heftig nach links weg oder hängt eine Forelle dran? Ich hab das überhaupt nicht gecheckt. Ich hab gar nicht Kraft, dass es eine Forelle ist. Oh, yeah, yeah, yeah. So, jetzt sind wir hier an einer neuen Anlage in. Jetzt sind wir hier bei. Zeigen wir euch nachher nochmal. Wir können es auf der Insel machen. Jetzt sind wir hier. Also. So, da ist der erste schöne Fisch. Mit einem Donner. Schwarze Rückseite, orange-weiß. DDG 23. 23. Schöne kleine Fischi. Ich bin dann doch wieder auf die andere Seite gegangen. Zwar habe ich den Wind von vorne und die Gefahr auf ein paar Schnurtütler. Zum einfachen Grund, die Schnur wickelt sich halt dann nicht ganz so sauber auf die Rolle. Aber ich habe gesagt, nimmst du das in Kauf, weil hier muss eigentlich der Fisch stehen. Poplar Pop habe ich vorher auch schon einmal ausprobiert. Hatte auch einen Biss drauf, der aber leider nicht verwertbar war wegen Schnurbogen. Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, versuchst du jetzt noch mal ein bisschen mit Spoons zu angeln. Und zwar mit den Donas, um dich hier zu entschneiden an dieser Anlage, in den 2 Stunden, wo wir hier gefischt haben. Ganz ehrlich, ihr habt null Kontrolle über den Spoon. Wenn eine beißt, muss sie so beißen, dass sie sofort hängen bleibt. Genauso wie die hier. Gerade den Spoon gewechselt. Den wollte ich auch schon dran machen. Ich hab's aber gelassen.
ist halt so. Ja, für mich der erste Fisch von der Anlage. Dennis Büse ist nochmal auf die Seite gegangen, wo er den Wind von hinten kriegt, weil von vorne wurde er immer stärker. Das hat echt keinen Spaß gebracht diesmal. Weil er hier richtig viel Zeit hatte, auch Gas zu geben. Und da ist das Ding. Eine schöne Bachforelle auf die neuen Buhn vom Dennis. Wie gesagt, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lasst. So verpasst ihr keine weiteren Folgen dieser Dänemark-Serie. Danach geht's wieder los mit deutschen Videos. Und zur Weihnachtszeit werden wir die zweite Dänemark-Serie starten. Denke ich zumindest, dass wir da wieder einige Videos zusammenkriegen. Wenn wir jetzt bald wieder oben sind, in Richtung November, sind wir drei wieder oben in Dänemark auf der rechten Seite und hoffen, dass wir da wieder eine schöne Serie für euch zusammenkriegen. Die ganze soll dann auch relativ zügig starten. Geplant ist erster Advent. Und ansonsten, wenn ihr Interesse an diesen Ködern habt, schaut doch gerne mal in meinen eigenen Online-Shop vorbei unter www.fishermandennis.de. Das, was Gogo hier mit seiner Route macht, nennt man Twitchen. Das Ganze macht man aus dem einfachen Grund. So sieht euer Spoon komplett anders im Wasser aus, wie die anderen Spoons, die da durchfliegen. Er bricht nach links oder rechts komplett unkontrolliert aus und imitiert damit im Prinzip einen verletzten Fisch oder sowas zumindest. Er bricht aus nach links oder rechts, komplett unkontrolliert, und das weckt auch manchmal das Interesse der Forelle. Ein Flitzer.
So, das soll es gewesen sein aus Valiant. Wir sehen uns am Sonntag um 12 Uhr zum Finale im Ox River. Der aktuelle Stand beträgt, Marcel Gugulin hat jetzt 36 Fische, Dennis Büse hat 22 Fische und der Fishingmann hat 26 Fische. Schauen wir mal, was das Ganze uns im Ox River noch bringt. Möglichkeit besteht noch, aber viel Hoffnung habe ich mir nicht mehr gemacht, bin ich ehrlich. Aber es besteht ja noch die Möglichkeit, den Pokal zu gewinnen des größten Fisches. Dafür Dennis Büse zurzeit mit exakt 10 Punkten. Das sind ungefähr 100 Gramm. Bis dahin wünsche ich euch dicke Fische, dickes Petri, euer Fishingmann.